Ich bin jetzt hier auf dem Vorplatz vom Stadttheater in Pforzheim. Hier vorne sehen wir nochmal das Bertha-Benz-Denkmal. Da können wir auch gleich wieder auf unsere Geschichte zurückkommen. Bertha-Benz hat es tatsächlich mit ihren zwei Söhnen geschafft, mit dem ersten Auto der Welt von Mannheim nach Pforzheim zu fahren. Respekt vor dieser Leistung. Es waren zwar einige Pannen dabei, aber sie haben es geschafft. Als sie hier in Pforzheim waren, haben sie erstmal nach Hause telegrafiert, dass sie gut angekommen sind. Dann wurde erstmal, so wie ich, auch hier übernachtet, und zwar im Hotel zur Post, bis es dann am nächsten Tag weiterging zu der Mutter von Bertha-Benz. Das Haus werde ich jetzt auch mal hier versuchen aufzusuchen. Mal sehen, ob ich es finde. Ich bin jetzt hier an dieser Infostelle. Hier in der Nähe hat damals das Bertha-Benz-Haus gestanden, wo Bertha-Benz geboren ist. Also das Geburtshaus von Bertha-Benz, wurde aber alles dann im Krieg zerstört. Hat man jetzt hier diese Infostelle eingerichtet. So, jetzt verlassen wir langsam Pforzheim. Bertha-Benz hat sich dann auch ein paar Tage später nach ihrem Aufenthalt in Pforzheim auf der Rückreise gemacht. Diesmal wählten sie aber einen anderen Weg, einen kürzeren, ca. 90 Kilometer und wesentlich flacher auch. Die Rückreise, die ging dann über Bretten. Die weitere Orte werden wir dann noch sehen, wenn ich dran vorbeifahre. Okay. Ach übrigens, Pforzheim hat ziemlich wenige Radwege. Das ist eigentlich fast eine Katastrophe, mit dem Fahrrad in der Stadt zu fahren. Ich bin jetzt froh, dass ich draußen bin. Hier oben führt jetzt wieder ein Radweg weiter. Ist hier auch stark vertreten und ich habe wieder einen Radweg. Sehr gut. Thank you.
Hochschlot war wieder erneut eine Reparatur fällig, und zwar durch das ständige Berg- und Talfahren waren die Bremsen hinüber. Hier am Gasthaus Adler holen sie sich bei einem Schuster Leder und nageln es auf die Bremsklötze. Jener Schuhmacher war Karl Ritsch, das heutige Anwesen der Pforzheimer Straße 18. Steht dieses Denkmal von Bertha Benz. Ab hier sollte es aber auch keine weiteren Pannen mehr geben bis nach Mannheim. Die Rückfahrt verlief dann ziemlich reibungslos. Bauschlot habe ich verlassen. Jetzt geht's nach Bretten. Wirklich eine sehr schöne Stadt, Bretten. Sehr viele Fachwerkhäuser auch. Haben wir jetzt Gondelsheim erreicht, sind in einem Landkreis Karlsruhe.
gut. Bei der Hitze. Jetzt wird Gondelsheim verlassen. Jetzt geht's wieder nach Bruchsal. Da wo sich Hin- und Rückfahrt kreuzen. So, jetzt geht's auch weiter in unserer Berda-Benz-Route, der B35, Bruchsal, noch mal einen Kilometer, lese ich gerade. In Heidelheim. Also nochmal, hier kreuzt sich Hin- und Rückfahrt bei der Benz Memorial Tour. Ich frag mich echt, wie weit er mit dem Kasten Bier fährt. Habe ich jetzt schon ewig vor mir oder hinter mir? Das Gefängnis in Bruchsal zu sein. Ich war gewiss, dass es da ein Gefängnis gibt. So, jetzt sind wir praktisch hier im Bruchsal, gerade außen rum gefahren vom Schloss. Jetzt geht es hier links nach Forst.
Ja, kurze Pause hier im Forst. Über die Bad Abends gibt es jetzt nicht mehr viel zu berichten. Der Heimweg nach Mannheim lief ziemlich reibungslos. Mir bleibt nichts anderes übrig, mich auf die Ortschaft zu konzentrieren, ja, und der Route weiterhin zu folgen. Ja, mein Freund im Bierkasten, der ist auch in Bruchsal dann abgebogen. Und ja, einen Mann habe ich noch getroffen, mit dem habe ich mich ziemlich lang unterhalten in Bruchsal. Über Radwege und Fahrradtouren und so. Ja, Pause werde ich jetzt hier auch beenden und schauen, dass wir weiterkommen. Ja, von Kirlach nach Reilingen hier geht jetzt 7 Kilometer durch den Wald. Aber leider kein Schatten hier, alles voll in der Sonne. An der Kirche in Hockenheim, in der Stadt, wo der Hockenheimring ist. Hier kann man jetzt ganz gut erwähnen, dass auch einmal im Jahr oder alle 2 Jahre so rum die Bad Abends Challenge stattfindet, die mit einem Oldtimer oder so genau die Strecke nachgefahren wird, wie die Bad Abends damals gefahren ist.
Also genauso wie ich jetzt mit dem Fahrrad, bloß mit Autos dann. So, mit dem Fahrrad bin ich jetzt durchgekommen durch die Baustelle. Das hat geklappt. Schätze, jawohl. Erreicht. Links da sind wir schon ein Teil vom Schlosspark. Schwetzinger Lichterfest. So, ein Schwetzinger Schlossgarten hier am Anfang. Sieht sich auf so schöne Bänke. Und das scheint wohl der Freiherr von Treich zu sein. Sein Laufrad. Darf natürlich auch nicht fehlen, wenn ich die bei der Bänke-Tour mache. Ne? Hier in Schwetzingen noch mal ein schönes Denkmal für die Spargelstadt Schwetzingen. Es geht jetzt aus Schwetzingen raus. Mannheim rückt jetzt näher.
Stadion vorbei. Ausgiebigen Erfrischung möchte ich mich bei euch verabschieden. Der Berta-Benz Radweg, das war ja kein Radweg, die Berta-Benz Memorial Tour, ist ja eigentlich für Autos gedacht. Ich bin so gut wie es ging nachgefahren, bin oft auf Straßen gelangt, waren aber auch schöne Radwege dabei. Wenn ihr es mal machen sollt, versucht es irgendwie zu kombinieren, aber trotzdem war es eine schöne Tour. Bis bald hier bei den warmen Tagen. Ciao.